Um was geht es heute? Es geht um die Telefonintegration. Das ist ein sehr spannendes Thema, was auch in Sachen Corona auch immer wichtiger wird. Wie kann ich vom Homeoffice interagieren? Wie kann ich aus der E-Gruppe heraus telefonieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich unterwegs bin? Wie kann ich das alles optimieren und besser machen? Was habe ich da für neue technische Möglichkeiten? Und vielleicht bevor wir starten, mal ganz kurz in die Runde. Wer von Ihnen nutzt denn schon E-Gruppe und Telefonintegration? Vielleicht mal kurz mit dem J, man nutzt das schon, oder E-Gruppe und Telefon hat nichts miteinander zu tun. Sie haben getrennt Ihr Telefon, also überall ein Nein, sehe ich ein Nein, ja, als Test ein Nein, okay. Gut, sehr gut, sehr gut, so ein Nein. Okay, dann wollen wir mal aus dem Nein jetzt ein Ja machen. Und ich stelle mal kurz die Leute vor. Zu meiner Linken ist die Birgit Becker, die zuständig ist für den Support. Unter mir ist der Ralf Becker, der in dem Bereich Entwicklung für E-Gruppe arbeitet, und den Herrn Selbach von Playstell. Vielleicht ganz kurz, dass sich jeder mal 2, 3 Minuten nur ganz kurz vorstellt, dass die Leute eine Vorstellung voneinander haben, weil wir haben sehr viele neue Leute hier drin, die vielleicht noch nicht alle kennen. Birgit? Dann fange ich gerne mal an. Ja, Birgit Becker, ich bin bei uns im Haus für Support und Consulting zuständig, damit auch ein Stück weit Schnittstelle zwischen Kunden und Entwicklung. Und ich denke mal, die meisten kennen mich schon aus den anderen Webinaren, und alles, was so innerhalb von der E-Groupware passiert, ist so meine Baustelle. Die anderen Dinge, wenn es um Installation und Ähnliches geht und die Entwicklung selber, dann darf dann Ralf noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ja, quasi die Überleitung. Ja, Ralf Becker, ich bin sozusagen der Architekt hinter der E-Groupware, wenn man das so ausdrücken will. Habe das Projekt vor 20 irgendwas Jahren gegründet und bin jetzt halt auch mit Birgit zusammen in der Firma, die das Open Source Projekt maßgeblich voranbringt. Mit der Telefonieintegration haben wir ja auch schon vor einer ganzen Zeit lang angefangen, was ausgehende, also Click-to-Dial angeht. Und ganz neu ist halt, kommt jetzt diese eingehende Telefonieintegration, wo es jetzt hier auch in dem Webinar drum geht. Und ich bin auch derjenige, der das jetzt umgesetzt hat für unsere neue Version. Ja, dann gebe ich an den Daniel, unseren neuen Partner. Oder? Ja, vielen Dank, Ralf. Ja, mein Name ist Daniel Seebach. Ich bin von einem Telefonieanbieter. Das heißt, die Integration, die heute vorgestellt wird, kann man mit uns nutzen, von Cisco Playstell. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Generell werde ich als Sales Engineer in Partnerprojekten oder Kundenprojekten, also durchaus mal einem Projekt, was wir vielleicht alle zusammen haben, mal mit eingebunden und unterstütze dort. Und ansonsten bin ich auch gerne mal in Webinaren vorhanden, so wie heute. Und ich freue mich drauf, Ihnen gleich Playstell vorstellen zu dürfen. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Dann würde ich sagen, Birgit hat vom Ablauf her eine kleine Präsentation auch vorbereitet. Wir können nicht alles live zeigen aus Datenschutzgründen, aber wir werden ein paar Sachen zeigen und werden erstmal anfänglich erklären, was ist eigentlich diese CTI-Integration, wie können Sie das nutzen, was sind die Vorteile, wenn Sie eine Telefonintegration machen. Wie sieht es im Alltag aus? Das heißt, das eine ist ja, dass ich zum Beispiel in der E-Gruppe draufklicken kann und in dem Moment wird der ausgehende Anruf ausgeführt und Ihr Telefon klingelt sozusagen und Sie heben das ab, oder Sie haben ein Softphone, oder, und das ist das Neue, was Ralf schon gesagt hat, jetzt diese eingehende CTI. Das heißt, Sie sehen, wer anruft, und es passiert magische Dinge in der E-Gruppe im Hintergrund, und ich denke, das wird uns Birgit mal ganz ausführlich vorstellen. Ja, danke, Stefan. Genau, also du hast ja schon gesagt, Telefonieintegration geht es im Prinzip immer darum, mein Telefon oder meine Telefonanlage mit meinem CRM-System oder meinem Ticketsystem, je nachdem, wofür ich die E-Groupware im Endeffekt nutze, auch zu verbinden. Und dabei habe ich einfach verschiedene Sachen, die wir uns heute zusammen anschauen wollen. Wir wollen uns schauen, wie ist es in der E-Groupware selber umgesetzt. Also wie sehe ich zum Beispiel in meinem Kalender die Anrufe, wie sieht es in der Anrufliste aus, welche Funktionen oder Optionen habe ich mit diesen ganzen Sachen, Anrufbeantworter abhören,
die CRM-Ansichten, die sich automatisch aufrufen, aber auch die Verbindung mit der eGroupware, mit unserer Statusanwendung zu sehen, wie verhält sich das Ganze, wenn jetzt ich in meiner eGroupware arbeite, will einen Kollegen anrufen, kann ich sehen, ob der gerade spricht oder nicht. Und dann natürlich einfach die Geschichten in Blaisdell selber. Was muss ich machen, um die Verbindung herzustellen? Wir hatten ja eben auch einen im Chat, der geschrieben hat, eigentlich nutze ich Blaisdell und eGroupware auch, aber irgendwie sind sie noch nicht verbunden. Und da kommen wir dann mit der 21.1 dahin, genau solche Effekte zu schaffen. Im Prinzip habe ich hier jetzt einfach mal so einen Screenshot vorbereitet, der darauf geht, dass ich da meinen Kalender habe. Und in meinem Kalender sieht man jetzt einfach an verschiedenen Stellen hier die Telefonanrufe. Und auf denen habe ich ganz normal wie sonst im Kalender auch Aktionen, mit denen ich mir so einen Anruf aufmachen kann oder auch die CRM-Ansicht damit direkt aufmachen kann. Solche Dinge schauen wir uns gleich auch nochmal live an. Und auf der anderen Seite, wie sieht es aus mit der Verbindung zwischen eGroupware und Blaisdell? Im Prinzip ist es so, das, was wir geschaffen haben, ist an der Stelle universal. Also ich kann es nicht nur mit Blaisdell so machen, aber es ist viel einfacher mit Blaisdell, weil wir dort im Prinzip das Ganze auf 3 einfache Schritte, oder ich habe sie jetzt mal noch ein bisschen ausgebaut, auf 5 einfache Schritte zusammenstreiche. Ich brauche quasi einen Key in Blaisdell, der Blaisdell bei uns authentifiziert, und ich brauche umgekehrt was in der eGroupware, was ich generiere und Blaisdell sagt, das ist die Groupware, mit der du sprichst, und dann halt, welche Rufnummern ich benachrichtigen will, wie sieht es aus mit Gruppenrufnummern, wenn ich eine Zentrale habe zum Beispiel oder eine Geschäftsstelle, die unter einer bestimmten Telefonnummer bei 5 Leuten klingeln soll, dann kann ich dafür einfach eine Gruppe einrichten und habe diese Informationen zur Verfügung. Schauen wir es uns einfach mal weiter so im Detail an. Also im Prinzip ist es sehr einfach. Ich wähle in meinen EPL-Funktionen, das ist ein Teil der ganzen EPL-Funktionen, aus, dass ich mich mit Blaisdell verbinden will. Dann habe ich da einen API-Key, den ich mir auf der Seite von Blaisdell generiere und in der eGroupware speichere. Und umgekehrt habe ich einfach nur die URL, die ich an der Stelle bei Blaisdell wieder einstelle und den Signatur-Header bei Blaisdell generiere und in die eGroupware eintrage. Damit bin ich eigentlich schon mehr oder weniger fertig. Und wie sieht es auf der Blaisdell-Seite aus? Im Prinzip genauso. Da habe ich einmal diesen Signatur-Key und ich habe die URL, die ich eintrage. Das sind die beiden Sachen, die ich machen muss. Und dann habe ich meine Verbindung, wenn wir über eGroupware 21.1 reden. Also wir reden jetzt darüber, dass das die kommende Version ist, die jetzt als Pre-Release auch für die Eigeninstallation schon vorhanden ist, aber noch nicht als releasede Version draußen ist. Und so sieht es dann in der eGroupware aus. Ich habe einfach in meinem Kalender zum Beispiel einen Anruf. Ich sehe, da ist was, hat mir jemand was auf den Anrufbeantworter gesprochen. Dann kann ich einfach auf Öffnen gehen und meinen Anrufbeantworter abhören. Oder ich kann sagen, ah, das müllt mir meinen Kalender ein bisschen voll. Ich lösche den mir in der Anzeige raus. Dann ist er in meinem Kalender nicht mehr drin. Oder ich kann, so typischer Fall, am Ende des Tages meine Anrufe anschauen und einfach die Supportfälle nochmal durchgehen und darauf meine Stundenzettel, meine Zeitdokumentation buchen von den Dingen, die ich an dem entsprechenden Tag oder in der Woche gemacht habe. Einfach aus den Ansichten, die ich da heraus habe. Und auf der anderen Seite sehe ich in der Statusleiste halt, das hier ist zum Beispiel ein verpasster Anruf. Genauso sehe ich aber auch, wenn dann jemand telefoniert, das werden wir dann auch gleich einfach nochmal live zeigen. Und an der Stelle einfach alle Funktionalitäten, die ich sonst auch habe mit CRM-Ansicht, dass ich im CRM-Ansicht einfach meine ganzen Informationen über den Kunden, meine Vorgänge habe, der geht automatisch auf. Und es ist so, es hat schon ein bisschen was von Magic, weil manchmal bewegt sich meine eGroupware, bevor ich das Klingeln überhaupt höre an der Stelle. Und ich sehe,
da ist jetzt der XYZ, der anruft, der Kunde, und ich kann den auch direkt mit dem Namen ansprechen, auch wenn ich ansonsten die Telefonnummer vielleicht nicht auswendig kenne. So sieht da eine Anrufliste aus im Prinzip. Das heißt, ich habe hier überall dort, wo die e-Groupware den Kunden schon kennt, habe ich automatisch die Verknüpfung zu meinem Kontakt und kann dann auch direkt dort auf meinen Kontakt draufklicken. Der macht mir meine CRM-Ansicht auf. Ich kann aber ganz genauso mit einem Klick, da sind wir wieder bei dem Click to Dial, auf eine Telefonnummer, die bei mir angerufen hat und ich konnte vielleicht in der Zeit das Gespräch gerade nicht entgegennehmen, dann kann ich mit einem Klick wieder zurückrufen. Auch da geht wieder meine CRM-Ansicht auf und ich kann einfach aus dieser Anrufliste auch sehen, wie lange haben wir telefoniert, und kann das halt entsprechend dokumentieren und weiterverarbeiten. Oder natürlich auch, wenn ich für genauere Analysen im Vertriebsprozess sehen will, wie lange bestimmte Telefonate dauern im Schnitt oder so, kann ich mir natürlich aus so einer Liste heraus auch entsprechend weiter anschauen. Ja, das hier ist mal so einfach ein Bildschirm. Jeder kennt ihn, der die e-Groupware kennt. Typische CRM-Ansicht. Ich habe hier meine Kontaktinformationen auf der linken Seite, habe meine Liste mit den Informationen und bearbeite halt und schreibe einfach, was auch immer an Vorgang entsprechend mit der e-Groupware oder mit dem Kunden zu tun hat. Dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal live und schauen uns das an, wie das aussieht, wenn ich jetzt mich in der e-Groupware selber bewege. Dann gehe ich jetzt hier mal auf Freigeben, teile meinen Bildschirm und man sieht jetzt an der Stelle einmal in den Vollbildmodus einfach meinen Kalender in der Zwei-Wochen-Ansicht. Man sieht jetzt typischerweise, wie sieht mein Kalender aus. Meine Woche ist eigentlich relativ leer und füllt sich dann einfach über die Dinge, die so passieren im Alltag. Und ich kann dann halt einfach auf den Aktionen entsprechend was machen. Ich würde jetzt mal mein Telefon wieder einschalten und Ralf, dann darfst du mich mal anrufen und dann sieht man an der Stelle einfach, was passiert. Zum einen, man hört jetzt, mein normales Telefon klingelt. Und wenn ich das jetzt abnehme, dann bin ich natürlich mit dem Ralf verbunden. Hallo. Und man sieht jetzt beim Ralf auch, ich zeige jetzt mal gerade hier drauf, an der Stelle, dass er am Sprechen ist. Also das ist roter Icon unten rechts. Genau, das ist jetzt wieder verschwunden. Genau. Also im Endeffekt Kopf sieht man auch noch, hier bei dem Kopf vom Ralf, sah man auch noch den roten Icon, der Telefonhörer. Genau, also oben sieht man, er hat mich vorhin mal angerufen, den Anruf hatte ich verpasst und entsprechend jetzt haben wir telefoniert. Wenn also jetzt ich im Team unterwegs bin und habe gerade so in meiner Statusanzeige die Personen, mit denen ich viel interagiere, sitzen jetzt nicht direkt gerade in Corona-Zeiten im gleichen Büro, ist es natürlich sehr schön, dass ich mit einem Blick sehen kann, kann ich mit dem Kollegen sprechen oder nicht, ist der gerade am Telefon oder nicht. Und habt es dann auf einen Blick zur Verfügung. Deswegen kann ich weiter verbinden, weil das ist ja auch immer die Frage, ist der denn da? Also ist er belegt, weil das sehe ich ja im Homeoffice nicht an dem Fall. Genau, auch das haben wir natürlich in unserer Statusanzeige drin. Ich sehe halt, wer ist in der e-Groupware angemeldet, wer ist verfügbar und kann somit einfach auch Sachen entsprechend weitergeben. Umgekehrt ist es so, wenn ich jetzt hier in meinem Adressbuch bin, an der Stelle und jetzt einfach mal jemand anrufe, dann sieht man jetzt auch wieder der Automatismus, der passiert. Meine e-Groupware wechselt automatisch in die CRM-Ansicht. Derjenige war jetzt nicht da und von daher spreche ich jetzt halt irgendwas auf den Anrufbeantworter und mein ganz normales Tischtelefon hat geklingelt. Genauso könnte ich aber auch mit Playstyle mir ein Softphone am Start haben und könnte halt über ein Softphone oder über mein nettes kleines Spielzeug, auf dem ich ein Playstyle-Client habe, da bin ich über die ganz normale Telefonnummer, über die Durchwahl, die von mir bekannt ist, bin ich erreichbar, sowohl intern als auch extern und kann deswegen auch im Homeoffice im Prinzip alle Optionen zur Verfügung haben, mich da zu bewegen. Und
Gleiches gilt natürlich auch für eingehende Anrufe. Da würde jetzt an der Stelle für interne Calls machen wir jetzt nicht die CRM-Ansicht auf, weil das an der Stelle nicht so viel Sinn macht. Aber wenn ich jetzt von außen quasi anrufe, dann geht mir entsprechend die CRM-Ansicht des Kunden auf. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier einfach auf meine Tutorial-Instanz wechsle, die ich gerne für solche Sachen nutze, zum Zeigen von weiteren Details, dann sieht man jetzt an der Stelle einfach, das ist der Anruf hier um 15.14 Uhr. Also hier sind wir eben auf dem Anrufbeantworter gelandet. Und wenn ich das jetzt abhöre, würde man an der Stelle, ich kann ja mal draufklicken. Dann habe ich entsprechend meinen Anrufbeantworter direkt in der E-Groupware, kann ihn abrufen, kann ihn löschen oder kann auch auf die CRM-Ansicht meines Kunden, der mir was auf den AB gesprochen hat, sofern er halt identifiziert wurde, jetzt einfach drauf wechseln. Dann geht mir meine CRM-Ansicht auf. Und ich habe die Sachen da drin. Das heißt, das Arbeiten in der E-Groupware ist halt insofern sehr viel einfacher, als ich entweder in meinem Kalender meine Anrufe sehe oder aber auch, also hier sieht man jetzt zum Beispiel den Anruf entsprechend, oder aber auch in einer Anrufliste all die Informationen drin habe und dann entsprechend weiterverarbeiten kann. Das heißt, ich kann hier einfach einen Stundenzettel drauf buchen. Der setzt mir meine Start- und Endzeit. Das war jetzt nur eine Minute. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber letztendlich kann ich jetzt einfach hier irgendwas dazu reintippen und kann das speichern oder kann sagen, naja, eigentlich waren es doch irgendwie eher 10 Minuten. Buche meinen Stundenzettel entsprechend dem Supportfall und das wird automatisch entsprechend da weiterverarbeitet und dokumentiert. Und das SIP-Gate habe ich mir schon an. Ralf schreibt eifrig im Hintergrund. Ja, also das sind im Prinzip einfach so die typischen Vorgänge. Ich bin in meinem Adressbuch, ich wähle eine Telefonnummer, die wird mir automatisch auf meinem Telefon angenommen. Ich nehme das ab, meine CRM-Ansicht geht auf, ich dokumentiere meinen Call, buche mir vielleicht meinen Stundenzettel da drauf und habe all die Verbindungen an einer Stelle. Ich muss mich auch nicht separat an meiner Telefonanlage anmelden, um irgendwas zu tun, sondern ich kann die ganzen Sachen einfach aus der E-Groupware heraus sehen. Die Mitarbeiter brauchen keine 2 Logins oder müssen sich kein weiteres Passwort melden, weil sie eigentlich alles, was sie so normalerweise machen müssen, direkt aus der E-Groupware heraus machen können. Wir können uns jetzt hier auch einfach nochmal anschauen, unsere Telefonie-Integration, die wir eben ja auch schon gezeigt haben. Das heißt, ich kann hier auch auf andere frei konfigurierbare Telefonanlagen umschalten und dann sieht man jetzt hier schon so ein bisschen, wie sich die Komplexität dessen, was wir für Playstyle automatisch vorgeben, auch entsprechend vereinfacht, wenn ich auf Playstyle bin, weil ich all die Sachen, die zur Identifikation der Zustände eingehender, ausgehender Anruf, Weiterleitung und so weiter, die muss ich halt nicht extra rausfinden, sondern es ist automatisch entsprechend alles so vordefiniert. Ich denke, sehe, da sind haufenweise Anfragen. Ich würde jetzt fast sagen, ich übergebe das mal an den Stefan, dass der die so ein bisschen sammeln und auch an Ralf weitergeben kann. Ja, ich denke, so im Technischen ist der Ralf der beste Ansprechpartner. Aber ich würde vielleicht vorher noch mal ganz kurz im Prinzip noch mal so erklären, diese verschiedenen Komponenten. Das heißt, zum einen haben wir die E-Groupware, die sitzt auf der einen Seite, zum anderen eine Telefonanlage, das kann jetzt eine lokale Telefonanlage sein, das kann aber auch eine Telefonanlage in der Cloud sein, wie jetzt zum Beispiel eine Playstyle-Anlage oder eine SIP-Gate habe ich hier gesehen. Und was passiert jetzt im Prinzip? Wir müssen uns halt vorstellen, irgendwie muss dies eine mit dem anderen zusammenarbeiten. Das heißt, wie integriere ich das eine mit dem anderen Teil und wie setze ich so eine Telefonanlage auf? Ich denke, da wird der Herr Selbach nachher noch was genau dazu sagen und wie kann das Ganze funktionieren. Und da gibt es verschiedene Probleme und dafür gibt es Lösungen. Und die Frage, wie sieht das Ganze aus? Und deswegen, Ralf, kläre uns mal auf, wie kann ich eine irgendeine bestimmte Anlage integrieren oder nicht integrieren?
Ja, also grundsätzlich, ich habe es ja schon mal angesprochen, es gibt zwei Richtungen. Das eine ist ausgehendes, das heißt Click-to-Dial, ich klicke in der e-Group eine Telefonnummer an. Das ist ja etwas, was wir schon seit, ich sage jetzt mal, zig Versionen drin haben. Das kann dadurch passieren, dass ich eine URL eintrage. Das geht auch in der Community-Version der e-Groupware. Und e-Groupware ruft diese URL auf, ersetzt halt den aktuellen Benutzer mit ein paar Platzhaltern. Und die Anlage muss halt unterstützen, dass ich diese URL aufrufen kann. Das geht auch mit einem lokalen CTI-Client, indem ich da einfach so eine übliche Tel-URL eintrage. Dann liegt es halt dran, dass die Telefonanlage auf dem Windows-PC irgendetwas in dem Browser drin installiert hat, was halt bei einer Tel-URL halt tatsächlich den Verbindungsaufbau macht. Mit der 21.1 kommt jetzt die umgekehrte Richtung dazu, dass die e-Groupware auf eingehende Anrufe reagieren kann. Dazu gibt es in der Community die Möglichkeit, dass man eine bestimmte URL aufrufen lässt. Das kann zum Beispiel auch der lokale CTI-Client wiederum machen. Der kann per Curl die Anlage anrufen, der authentifiziert sich als der Benutzer, also mit meinem persönlichen Benutzernamen und Passwort, das ich halt auf meinem PC hinterlegt habe. Und damit wird die CRM-Ansicht aufgerufen. Das sind alles Teile, die in der Community vorhanden sind. Was wir jetzt in der EPL reingebracht haben, ist, dass ich das halt nicht auf jedem einzelnen PC und für jeden User installieren muss, sondern dass ich mit Anlagen, die das unterstützen, und das sind natürlich Cloud-Telefonie-Anlagen prädestiniert, da kann halt tatsächlich der e-Groupware-Server mit dem, ich sag mal, mit der Cloud-Telefonanlage oder den Services des Telefonieanbieters sprechen und kann dort sogenannte Web-Service-Calls austauschen. Das heißt, die e-Groupware schickt einen Web-Service-Call bitte an diesen Apparat 15 die Nummer XY verbinden, dann klingelt der Apparat 15 und ich kann das Gespräch entsprechend abnehmen. Und andersrum, das ist halt die zweite Richtung, wenn der Anbieter das unterstützt, kann man auch einen sogenannten Webhook eintragen. Der Webhook sorgt dafür, dass wenn der Anbieter sagt, jetzt sollte bei Ihnen der Apparat 15 klingeln mit dem und dem, mit der und der Telefonnummer, ist das, was Birgit jetzt da gerade auch dann anzeigt, wird dieser Webhook aufgerufen, überträgt die Daten und dementsprechend macht die e-Groupware verschiedene Aktionen, dass er halt die CRM-Ansicht aufmacht, aber dass sie auch diesen Anruf anzeigt und dass sie in der Präsenzanzeige rechts sowas Ähnliches wie ein Besetztlampenfeld, also dass ich dann sehen kann, tatsächlich wer telefoniert. Das setzt entsprechende Schnittstellen voraus und es setzt auch eine Erreichbarkeit ab. Voraus. Das heißt, eine e-Groupware, die in der Cloud läuft, hat es natürlich schwieriger, mit einer Telefonanlage zu sprechen, die normalerweise von extern nur für Telefonanrufe erreichbar ist. Also da müssen halt entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden. Und am einfachsten geht das mit Cloud-Telefonanlagen, die halt auch einfach von überall her erreichbar sind, mit entsprechender Authentifizierung. Okay, jetzt haben wir ganz viel über Cloud-Anlagen gesprochen. Hier waren noch ein paar Fragen, wegen welcher Hardware ist nötig, zum Beispiel vom Herrn Weitzel, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Hardware, die Sie einsetzen, also die Telefonanlage, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Cloud-Telefonanlage schon haben, dann brauchen Sie keine zusätzliche Hardware mehr. Aber ich glaube, da wird vielleicht nochmal der Herr Selbach was dazu sagen, was gut, wie Playstyle grundsätzlich funktioniert. Aber auch wenn Sie eine alte Telefonanlage haben und die unterstützt diese CTI-Funktion nicht, dann wird es auch nicht zusammenarbeiten. Da muss man wirklich im Detail schauen, was für eine Anlage haben Sie und wie ist eine Integration möglich? Also welche Funktionalitäten hat diese Telefonanlage oder macht es in dem Zug Sinn, vielleicht, wenn man so und so sagt, ich glaube, es wird vielleicht mal Zeit, die Möglichkeiten auch zu schaffen, dass man von außerhalb telefonieren kann, die Homeoffice-Integration einfacher machen kann, weil das kann ich halt in lokalen Anlagen halt sehr, sehr schwierig. Ist halt immer die Frage, lohnt sich das eine oder geht man vielleicht einen anderen Schritt und schafft jetzt neue Möglichkeiten mit anderen neuen cloudbasierten Telefonanlagen. Aber wie gesagt, das im Detail dann sich anzuschauen.
Ja, ich denke auch, wir geben mal an den Daniel weiter, dass der ein bisschen was über Placetel und die ganzen Optionen, die Placetel an der Stelle bietet, auch nochmal von sich aus berichten kann. Lieben gerne, Birgit. Dann würde ich einmal das Sharing übernehmen. Gerne. Und teile meinen Bildschirm. So. Dann solltet ihr jetzt alle meine Präsentation sehen. Genau, ich möchte die Chance nutzen, Ihnen heute oder euch heute Placetel vorzustellen. Wie gesagt, Placetel ist eine Lösung. Jeder von Ihnen, ich habe jetzt schon im Chat mitgelesen fleißig, es gibt viele Systeme, die hier genutzt werden. Alle Systeme haben ihre Daseinsberechtigung, alles ist auch in Ordnung. Es müssen nicht alle Placetel nutzen, aber ich glaube, dass wir schon an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Vorteil haben und ich glaube auch die Kooperation mit eGroupware und uns ist gar nicht so schlecht, deswegen lohnt, glaube ich, ein Blick. Und deswegen möchte ich Ihnen das Ganze heute mal vorstellen, weil ich auch glaube, dass jetzt nicht jeder von Ihnen schon Berührungspunkte mit Placetel hatte. Würde ich sogar ein bisschen weiter vorne anfangen und wenig über uns erzählen. Wo kommen wir eigentlich her? Was machen wir eigentlich, damit das jeder auch korrekt einordnen kann? Ich glaube auch, wenn ich mal kurz einhaken kann, natürlich. Der Unterschied zwischen einer Cloud-Telefonanlage und so einer klassischen Telefonanlage, das ist auch etwas, was, denke ich, hier für viele Leute interessant ist. Ja, auf jeden Fall. Werden wir auch gleich nochmal thematisieren. Das ist Teil davon. Erstmal, wo kommen wir her? Also grundsätzlich, das ist unterscheidet uns schon von sehr, sehr vielen anderen Herstellern. Wir sind schon immer in der Cloud gewesen. Das heißt, wir sind nativ ein Cloud-Anbieter und haben nie eine Vor-Ort-Installation gehabt. Und das, wie gesagt, seit 13 Jahren machen wir das. Das heißt, wir bewegen uns in der Welt. Andere Anbieter, und da habe ich auch heute schon hier im Chat was gelesen, die waren erst ein On-Premise-Anbieter und sind dann in die Cloud gegangen. Und die haben da noch nicht so viel Erfahrung. Müssen da vielleicht auch noch Erfahrung sammeln. Das heißt, bei uns kann man sich darauf verlassen, dass wir da wissen, was wir tun. Wir haben dann wiederum weniger Ahnung von On-Premise. Das könnten wir dann nicht, aber da wollen wir auch nicht hin. Und wie gesagt, 13 Jahre lang gibt es uns schon. Ich will Ihnen nicht alle Stationen aufführen. Vielleicht ein paar signifikante Stationen hier. Einmal 2018 sind wir ein Teil von Cisco geworden. Das heißt, Placetel wird jetzt als Marke vom Unternehmen Cisco geführt. Da haben wir natürlich auch ein ich sag mal, viel Power und viel einen großen Motor bekommen, der uns ja viel ermöglicht. Dadurch wird Placetel jetzt auch zum Beispiel nach Frankreich und nach UK expandieren und auch noch in weitere andere Länder. Das heißt, es ist, wird eine multinationale Lösung werden. Und auch da weiß ich jetzt nicht, ob es hier multinationale Unternehmen gibt, die heute hier anwesend sind, aber das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn wir auch wirklich in dem Land eine Infrastruktur haben. Das hat dann wirklich auch nicht jeder. Wir haben bisher über 30.000 Kunden, die sind alle glücklich, soweit ich weiß, was auch zeigt, also allein der Kundenstamm, es sind wirklich 30.000 Geschäftskunden. Das muss man, glaube ich, auch erstmal erreichen. Und das ist eben eine Cloud-Plattform, die eben für alle gleich ist. Das heißt, alle verwenden schlussendlich eine multimandantenfähige Plattform, die hier sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben ein paar Vorteile. Wir haben eine Mobilfunkintegration. Zum Beispiel können wir jetzt hier eine SIM-Karte mit einbinden, da sage ich gleich noch zwei, drei Worte zu. Man kann auch Microsoft Teams, also den Microsoft Teams Client als Endpunkt nehmen, sich dort quasi die Integration machen und das Ganze dann auch mit eGroupware harmonisch verwenden, weil schlussendlich ist dann auch der Microsoft Teams Client einfach nur ein Endpunkt. Und das kann auch genauso irgendein Telefon sein oder irgendein Softphone. Das war ja gerade eben auch schon die Frage. Da kann man eigentlich verwenden, was man will. Und das würde dann eben mit dieser Lösung, die auch heute hier schon vorgestellt wurde, perfekt harmonieren. Genau. Ja, es gibt einige Auszeichnungen. Ich glaube, die Folie überspringe ich dann mal und komme lieber auf die Kundenreferenzen, weil das ist mir sehr wichtig, dass das, Sie das gehört haben, weil es geht jetzt hier nicht um die Unternehmen, die auf dieser Folie stehen, sondern es geht darum, dass diese Lösung sich eigentlich für kleine als auch große Unternehmen eignet. Wir haben den kleinen Freelancer, der mit einem Mann arbeitet, bis hin zu Unternehmen, die auch ziemlich groß sind und teilweise schon ins Enterprise-Segment gehen mit mehreren tausend Nebenstellen. Und unser normaler Kundenkreis befindet sich dann irgendwo zwischen 5 und 100, 200, 300 Rufnummern zum Beispiel oder Nebenstellen, wie wir das in unserer Branche sagen. Aber grundsätzlich eignet sich die Lösung für alle. Wir haben Stadtverwaltungen, wir haben viel im Einzelhandel, wir haben Agenturen. Da ist eigentlich alles dabei und sogar eine Bank und eigentlich sind sie hier alle glücklich. Und man kann die Lösung relativ flexibel für verschiedene Branchen sozusagen anwenden.
Was sind Vorteile von PlayStale? Wir könnten auch hier PlayStale durchstreichen. Und was sind die Vorteile der Cloud? Das könnten wir hier raufschreiben. Grundsätzlich natürlich durch die Cloud haben wir keine, ich sag mal, kapazitären Engpässe mehr, denn wir sind nicht mehr dafür verantwortlich, als Nutzer die Kapazität zur Verfügung zu stellen. Wir kennen das alle, wir kaufen uns heute einen PC und morgen ist der vielleicht schon veraltet und bringt nicht mehr die Leistung. Das ist quasi nicht mehr die Aufgabe von einem selbst, das übernimmt dann der Cloud-Anbieter. Und wir haben immer genug Leistung, um das bereitzustellen. Standortunabhängigkeit, auch jetzt hier in diesem Kontext, wenn wir jetzt in der E-Groupware einen Anruf auslösen, dann könnten wir auch uns den Anruf hier auf dem Handy spielen lassen oder wo auch immer wir sind. Also da sind wir wirklich nicht mehr am Office gebunden. Wir können an jedem Ort der Welt aus sein. Kurze Vertragslaufzeiten gibt es bei uns. Das heißt, monatlich zum Monatsende kündbar. Wir wollen hier niemanden im Knebelvertrag andrehen. Man kann hier wirklich die Lösung testen, für gut oder schlecht befinden und dann eben sagen, ich möchte weiter PlayStale-Kunde sein oder auch nicht. Man profitiert von neuen Funktionen. Das ist ja auch dann bei E-Groupware nicht anders. Da kriegt man natürlich neue Funktionen, jetzt auch mit dem neuen Release, wird ständig weiterentwickelt, automatische Updates. Das sind dann Dinge, die muss man zum Teil bei einer On-Premise-Anlage noch selber machen oder auch bezahlen zum Teil beim Hersteller. Hier ist das natürlich alles inkludiert. Plus die Infrastruktur ist wirklich auf dem höchsten Niveau aufgestellt. Cisco ist ja ein Hersteller auch von diesem Equipment und auch im Security-Bereich tätig und auch jede Lösung bei Cisco muss da einen gewissen Standard erfüllen, so auch unsere Lösung. Das heißt, hier kann man wirklich davon ausgehen, dass die Lösung dem besten Standard entspricht, den man eigentlich so auf dem Markt erwarten kann, was die Infrastruktur angeht. Wir sind redundant aufgestellt, wir haben Load Balancer, alles, was eben dafür sorgt, dass die Lösung niemals ausfallen wird, ist quasi implementiert. Und es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass man lokal am Standort einen Internetausfall hat, als dass die Telefonanlage mal ausfällt, muss man gesagt zu haben. Für einen Kunden ist es dann so, dass der Supportaufwand sehr minimal ist, weil das muss man einmal aufsetzen, das System, und dann kann man fröhlich lostelefonieren und hat dann auch keine Probleme mehr. Und selten kommt es dann zu Fällen, wo man sich nochmal um irgendwas kümmern muss. Bei den Kosten, Pay-per-Use, man bezahlt das, was man braucht. Das heißt, wenn jetzt morgen 5 neue Mitarbeiter dazukommen, dann kann man die per Klick in einer Minute dazu buchen. Die können dann auch nach 3 Minuten telefonieren. Wenn die dann wieder gehen nach 2 Monaten, könnte man das genau umgekehrt auch wieder abbuchen. Überhaupt kein Problem. Es geht dann auch für Benutzer, für Optionen, für eigentlich alles, was da drumherum spielt. Wenn man noch ein Telefon behalten möchte, gäbe es auch eine Möglichkeit, diese dann über uns in einem Mietmodell zu beziehen, auch zu einem sehr, sehr guten Kurs. Das könnte man auch machen. Ansonsten, ja, Komfort, Zukunftssicherheit. Ich denke mal, da reichen schon die Oberpunkte. Man stellt sich, glaube ich, nicht schlecht auf, wenn man jetzt PlayStale als Lösung nimmt, weil wir eben auch in die richtige Richtung gehen, auch mit UC, mit einer Integration zu Microsoft Teams, die wir selber geschrieben haben, die auch automatisiert funktioniert. Das erkläre ich Ihnen dann gleich noch. Und Modern Workplace. Genau, das sind so grundsätzliche Vorteile von PlayStale. Wie gesagt, eigentlich Vorteile von der Cloud, die man einfach mal im Kopf haben sollte. Kommen wir mal zum Produkt, das eigentliche Telefonieprodukt. Das nennt sich bei uns PlayStale Profi und beinhaltet die Telefonanlage. Und hier geht es dann wirklich um die Telefonanlage. Das heißt, wir telefonieren mit diesem Produkt und mehr machen wir mit dem Produkt an sich nicht. Also klar, wir können Tastenwahlmenüs, Zeitschaltung, alles, was dazugehört, implementieren, aber Video zum Beispiel oder Chat ist da nicht vorhanden. Hier ist, und ich habe eben gelesen, dass jemand eine Lösung nutzt, wo der ZipTrunk nochmal generell dazu gebucht werden wurde. Das ist hier nicht der Fall. Also grundsätzlich ist das eine Lösung, die alles beinhaltet, was man braucht. Das heißt, wir haben hier wirklich die, ich nenne es jetzt mal, Sprachkanäle, die man sich nicht nochmal extern dazu buchen muss. Also komplette Carrier-Leistungen sind hier mit drin. Wir können die Lösung buchen und können dann auch telefonieren, können Rufnummern bestellen, können Rufnummern zu uns portieren und das eben schön über die Web-Oberfläche administrieren. Es ist ein Self-Service-Angebot. Das heißt, wir legen auch großen Wert darauf, dass das Ganze einfach administriert werden kann von jedem Kunden. Bedeutet, die ist so aufgebaut, dass da theoretisch jeder Mitarbeiter einen Zugang bekommen kann und seine eigene Nebenstelle administrieren kann. Also das sind wirklich Hilfetexte drin, ist, glaube ich, ganz hübsch gemacht, aber das gucken wir uns auch gleich nochmal live an.
Und man kann natürlich Cisco-IP-Telefone nutzen. Das ist schön, das kann man. Man muss aber keine Cisco-IP-Telefone nutzen. Ich glaube, ich habe hier gerade eben auch eine Frage gesehen zum Thema Astra. Astra-Telefone kann man auch verwenden. Die muss man allerdings manuell einrichten. Also bei uns bekommt man SIP-Benutzername, Passwort, Server. Und das muss man im Telefon eintragen. Und das kann man eigentlich ganz gut auch im internen Netzwerk, über einen DHCP-Server zum Beispiel, machen. Aber grundsätzlich ist das hier komplett endgeräteunabhängig. Das heißt, alles, was im Endeffekt SIP spricht, jedes SIP-Telefon der Welt, kann eigentlich hier angebunden werden. Cisco, Yearlink und SNOM, falls die verwendet werden, die können wir automatisch über die Web-Oberfläche konfigurieren lassen. Das ist dann nochmal ein bisschen einfacher. Das hat auch Charme und das sollte eigentlich auch Teil der Lösung sein, wenn man natürlich noch bestehende Endgeräte hat, die auch noch fleißig Firmware-Updates bekommen und die wir weiterverwenden möchten, dann kann man die natürlich problemlos weiterverwenden. Aber gerade schon gesehen, Yearlink, ja, Yearlink geht natürlich auch und Yearlink kann autoprovisioniert werden. Genau, 2,90 Euro monatlich pro Nebenstelle. Nebenstelle bedeutet hier in diesem Kontext Rufnummer. Das heißt, eine Rufnummer, die von außen erreicht werden kann, die kostet 2,90 Euro. Wenn dahinter drei Nutzer sind, dann kostet es trotzdem 2,90 Euro. Und alle drei Nutzer können telefonieren. Es gibt keine Begrenzung der Sprachkanäle. Es gibt einige Funktionen, die man vielleicht erwähnen kann. Ja, grundsätzlich natürlich Business-Telefonie funktioniert mit der Lösung. Man kann telefonieren, Basiskonferenzen gestalten. Wir haben Clients, wir haben eine Anrufsteuerung, wo wir wirklich zeitlich definieren können, was passiert wann, zum Beispiel an Feiertagen oder innerhalb der Geschäftszeiten oder in einer speziellen Sekunde. Alles ist möglich. Ein Kontaktcenter kann man auch dazu buchen, bestehend aus Agenten und Warteschlangen und dem dazugehörigen Reporting. Verschiedene APIs, wenn man wirklich Programmierschnittstellen braucht und sich eigene Dinge dazu bauen möchte, dann könnte man das machen. Das braucht man natürlich hier in diesem Fall mit eGroupware nicht. Das ist ja alles schon vorbereitet und funktioniert perfekt. Mobilfunkintegration, da komme ich dann gleich noch zu. Self-Service-Portal haben wir auch schon gesagt. Faxe, in Deutschland immer noch ein sehr wichtiges Thema. Nicht mein Lieblingsthema, aber das funktioniert. Man kann analoge Faxe einbinden, man kann aber auch das Ganze zumindest schon mal digitalisieren und auf Fax-to-Mail und Mail-to-Fax umstellen. Das ist auch problemlos möglich. Es gibt einen CTI-Client, um eben das Endgerät mitzusteuern oder auch mal Links anzuklicken im Browser und eine Microsoft Teams-Integration, die man auch dazu buchen kann und nutzen kann. Das ist die Oberfläche. Da will ich jetzt gar nicht in Anbetracht der Zeit so viel zu sagen, weil ich gleich eh live zeige. Aber grundsätzlich kann man hier alles machen. Man kann Rufnummern bestellen und alles konfigurieren, was konfigurierbar ist. Mobilfunkintegration. Wir sehen es schon an dem Bildchen. Eine SIM-Karte ist mit dabei. Und diese SIM-Karte, wenn wir die jetzt ins Handy legen, dann ist das Handy komplett Teil des Cloud-Ökosystems. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf meinem Smartphone, müsste man eigentlich jetzt hier sehen können, eine Nummer wähle, zum Beispiel hier die 50, dann würde ich meinen Kollegen erreichen, obwohl das native Wählinterface vom iPhone ist. Das heißt, ich bin hier komplett nativ mit dabei und ich könnte im Umkehrschluss auch genauso erreicht werden. Und da brauchen wir kein Internet mehr für, das ist dann ganz normal ein GSM-Anruf. Und das hat dann auch, wenn wir zum Beispiel Außendienstler mit einbinden möchten, einen gewissen Charme und macht die Lösung dann noch mal ein bisschen attraktiver. Und das sind natürlich auch interne Gespräche. Das heißt, wenn der Vertriebler auf der Autobahn mit PlayStation Mobile den Kollegen in der Buchhaltung anruft, dann ist das ein internes Gespräch und verursacht natürlich auch keine Kosten. Auch hier Laufzeit ein Monat. Wenn man dann noch surfen möchte, was in der heutigen Zeit, glaube ich, jeder möchte, haben wir auch ein LTE-Datenpaket mit dabei. Und diese SIM-Karte können wir auch komplett aus dem Web administrieren. Das heißt, wir können festlegen, mit welcher Rufnummer telefoniere ich raus und mit welcher Rufnummer werde ich erreicht auf meiner SIM-Karte. Und auch da können wir dann wieder Zeitschaltungen vorbauen etc. pp. Und auch das ist dann wiederum mit eGroupware vereinbar. Das heißt, wir können gucken, wenn unser Vertriebler einen Anruf auf dem Smartphone bekommt, dann wird das dann trotzdem innerhalb der eGroupware getrackt, was, glaube ich, auch eine coole Sache ist, weil das ganze System, also die Integration mit eGroupware ist so unabhängig, dass es egal ist, ob es jetzt die SIM-Karte ist, Microsoft Teams, Softphone etc. Alles funktioniert und ist vereinbar. Callcenter, ja, das
gibt es, man kann es buchen, bestehend Agent aus Agenten, Warteschlangen und dem Reporting. Und ja, ich glaube, wenn es dazu dann noch tiefere Fragen gibt, dann können wir die gerne nochmal klären. Grundsätzlich, wenn man ein Callcenter braucht oder Warteschlangen braucht, dann ist es, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass es das gibt. Es gibt natürlich noch einige mehr Funktionen, aber dafür könnten wir, glaube ich, sogar ein gesondertes Webinar machen. Deswegen lassen wir das an der Stelle dann einfach mal so stehen. APIs und Integration, ich habe es ja schon erwähnt, es gibt APIs und es gibt fertige Integration. Dazu zählt dann insbesondere auch die Anbindung mit eGroupware. Da muss man nicht mehr selber programmieren, da muss man, wie eben schon gezeigt, einfach nur den API-Key eintragen und dann funktioniert die Lösung. Die übrigens auch, also diese ganze Integration, ich weiß nicht, Birgit, ob du es erwähnt hattest, ist natürlich auch kostenfrei. Das heißt, ja. Ein Kunde, hier war ja eben jemand, der hat Playstale und der nutzt eGroupware und der möchte das wahrscheinlich dann jetzt auch verbinden nach diesem Webinar und das kostet kein Geld. Das heißt, man muss sich einfach nur in Playstale einloggen, in eGroupware einloggen, eben die Daten da austauschen und korrekt eintragen und dann ist die Integration da und verursacht keine weiteren Kosten. Also vielleicht ein netter Benefit für denjenigen, der das hier ganz am Anfang geschrieben hat. Ja, wobei man natürlich ganz kurz an der Stelle sagen muss, die Integration ist in unserer EPL-Version drin. Derjenige, so wie ich es im Chat entnommen habe, nutzt die Community-Version, sprich, es ist nicht ganz kostenfrei an der Stelle, er müsste auf die EPL-Version umsteigen, was aber an vielen Stellen weitere Vorteile hat. Also von daher, wenn ich es mit dem Unternehmen nutze, dann ist die EPL-Version eigentlich sowieso die bessere Wahl. Okay. Ich meine, es gibt auf jeden Fall keine Option bei euch, wo man jetzt nochmal CTI dazu buchen muss. Klar, man muss natürlich die richtige Lizenz haben. Okay, ja, etwas, was ich wirklich nicht unerwähnt lassen möchte, weil es in der heutigen Zeit dann doch relativ wichtig ist, auch wenn wir Cisco sind oder ein Teil von Cisco sind und Cisco hat hier eine eigene Lösung, stelle ich jetzt die Integration von Microsoft Teams vor, eigentlich unserem Konkurrenten, aber das ist eben diese Lösung, die zum Produkt passt und die auch heute hier zur Integration sehr gut passt. Kann man auch mit verwenden. Das heißt, wenn es heute Microsoft Teams User gibt, beziehungsweise das im Unternehmen verwendet wird, kann man mit Playstale hier die Integration nutzen und telefoniert dann mit den ganz normalen Microsoft Teams Clients und ja, kann eben in seiner Anwendung bleiben, die man heute schon nutzt. Das heißt, Video und alles, was diese Collaboration-Funktionen betrifft, die bleiben natürlich in Microsoft, in der Microsoft-Welt. Die Telefoniefunktionen werden in die Microsoft-Welt integriert und hinzugefügt und dann ist man eben dort erreichbar, hat aber die, ich sag mal, mächtige Telefonanlage von Playstale dahinter. Man könnte sie auch über Microsoft buchen, dann hat man aber deutlich weniger Funktion und weniger Flexibilität und deswegen ist das heute auch ein gangbarer Weg, diese Integration zu wählen. Also wie gesagt, wichtig, man kann den Microsoft Teams Client verwenden, hat dann hier auch ein Wählfeld und kann dann hier anrufen und wirklich hat eigentlich als Nutzer keinen Berührungspunkt mit Playstale. Natürlich kann man auch die App-Version nutzen und ist dann darüber erreichbar. Das ist quasi der komplette Ersatz für ein Softphone. Und was für den Administrator das Allerwichtigste, glaube ich, ist, wir haben ein vollautomatisiertes Setup. Und das bekommt man, ich kenne keinen Anbieter, der das bisher so gemacht hat. Bei uns muss man wirklich nur hier zwei Prozessschritte anklicken, sich einmal in die Microsoft-Welt einloggen und der Rest funktioniert komplett automatisch. Das heißt, das läuft hier durch, irgendwann ist es fertig und dann können wir die Microsoft Teams-User am Ende des Tages synchronisieren. Das ist ein Prozess von 30 Minuten roundabout. Und ja, dann können wir auch schon die Telefonie mit Microsoft Teams nutzen. Und das kann man sich dann natürlich auch gerne nochmal anschauen. Wie gesagt, ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Es gibt natürlich auch Telefone. Wir wären nicht Cisco, wenn wir nicht auch unsere eigenen Telefone vorstellen würden. Es gibt die. Ich will sie einmal gezeigt haben. Ich lasse es mal so stehen. Aber wie gesagt, man kann auch gerne Yealink verwenden. Man kann auch gerne Astra verwenden oder SNOM verwenden. Das obliegt natürlich dem Einzelnen selbst. Aber diese Telefone hier gäbe es zum Beispiel auch im Mietmodell. Um das einmal gesagt zu haben. Und wenn man jetzt im Hinblick auf weitere Feature-Entwicklung guckt, die Telefone werden wir sicherlich immer zuerst betrachten, wenn wir jetzt neue Features in Zusammenhang mit Telefonen entwickeln. Das ist, denke ich, dann nochmal klar. Aber grundsätzlich hat man hier keine Einschränkung, wenn man ein anderes Telefon verwendet. Genau, Headsets, dasselbe. Und andere weitere Geräte wie Konferenztelefone, Multizellendecklösungen, die man übrigens auch in der Cloud administrieren kann, komplett. Also man muss nichts manuell machen, außer den Stecker einstecken. Und hier ein ATA. Und damit können wir zum Beispiel unser analoges Fax, unser analoges Telefon, unsere analoge Türsprechanlage und unsere analoge Türschranke, wie auch immer,
Das kann man hier alles mit anbinden und dafür kann man dieses kleine Gerät dahinter schrauben. Yes. So, jetzt würde ich noch mal ganz kurz in die Web-Oberfläche mit Ihnen gehen, damit Sie das einmal gesehen haben, wie die Oberfläche aussieht. Ich habe Ihnen ja gesagt, sie ist sehr einfach gehalten und darauf ausgelegt, dass man hier selber schnell auch mal eine Änderung macht. Und dafür würde ich mich jetzt hier einloggen und bin jetzt auch schon eingeloggt, weil ich mich eben schon mal angemeldet hatte. Das heißt, hat er sich gemerkt. Und so sieht die Oberfläche aus für den Kunden oder ja, nun für Sie schlussendlich. Wenn Sie sich anmelden, Sie sehen jetzt hier unten, es gibt 77 Mitarbeiter, 71 Rufnummern, die wir administrieren können und die auch aktiv sind, 102 VoIP-Ziele, das sind am Ende die Telefonie-VoIP-Ziele. Und ein so ein VoIP-Ziel, zum Beispiel das hier, das enthält dann Benutzerdaten, die man zum Beispiel in so einem Astra-Telefon eintragen kann, um das Astra-Telefon zu nutzen. Das, wenn man will, kann man das wie einen Trunk sehen. Es ist eigentlich ein Cloud-Nutzer, der eben die SIP-Benutzerdaten beinhaltet. Und wir haben hier IP-Geräte, die wir hier verwalten können. Und das ist natürlich, ich möchte es nochmal betonen, wenn wir Geräte verwenden, dann sollten es eigentlich welche sein, die wir auch hier verwalten können, weil das eben dann deutlich den Supportaufwand minimiert, wenn wir wirklich technische Änderungen an Telefonen hier durchführen können. Und sei es nur, ich möchte mein Telefon in ein gewisses VLAN bringen oder den DNS-Server für das Telefon ändern oder die Tastenbelegung oder den Nutzer, der telefoniert, das kann ich dann alles bequem hier über die Web-Oberfläche machen und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Anrufe, das heißt, ich kann meine Anrufliste sehen. Wenn ich als Nutzer einen Zugang zu diesem Portal bekomme, was geht, kann ich dann meine eigene Anrufliste sehen, meine eigenen Sprachaufzeichnungen und auch dann nur die. Wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung und das muss immer so sein, dass wir nur das sehen können, was uns auch wirklich selber betrifft und mehr dürfen wir nicht sehen. Das kann man hier perfekt abbilden. Beim Fax, das kann ich ja mal draufklicken, sehen wir dann hier zum Beispiel unsere eingehenden Faxe. Die können wir auch hier herunterladen. Die kriegen wir auch nochmal per Mail mit einer Info und auch mit der Datei, also mit einer PDF-Datei, wo das Fax drin ist, zugeschickt und sehen das, wie gesagt, hier nochmal zusätzlich, können das auch filtern. Ausgehend selbiges Prinzip. Hier können wir zum Beispiel auch den Sendebericht herunterladen zusätzlich. Das heißt, waren wir erfolgreich mit dem Fax oder waren wir nicht erfolgreich mit dem Fax? Und ja, das können wir dann hier auch noch sehen. Und da kriegen wir dann natürlich auch eine E-Mail drüber und auch den Sendebericht kriegen wir per E-Mail. So eine Faxrufnummer ist ungefähr in 30 Sekunden konfiguriert. Da gibt es nicht viel, was man einstellen muss. Wir müssen eben hier, wenn wir hier draufklicken, ich kann ja mal kurz da draufklicken, eingeben, wo soll das Fax, was reinkommt, hinkommen. Soll die PDF-Datei mit dabei sein. Wenn wir rausfaxen wollen, eine Whitelist für die E-Mail-Adresse, ein PIN, damit es eindeutig identifizierbar ist und dann können wir speichern und ab diesem Punkt empfangen wir dann die Faxe digital. Das ist, glaube ich, eine schöne Sache, wenn man das physikalische Fax ablösen will. Ist auch gerade in heutigen Zeiten durch Corona gar nicht so schlecht, weil viele mussten ins Homeoffice wechseln. Das Fax, das kann jetzt, also bei uns, bei Cisco Blaisel hat sich das tatsächlich jemand mit nach Hause genommen. aber das war dann irgendwann auch nicht mehr praktikabel. Das wurde dann irgendwann zurückgebracht und das war so ein riesiges Multifunktionsfaxgerät. Das ist wirklich wahr. Die haben es irgendwann zurückgebracht und dann haben wir auf digitales Fax umgestellt. Auch wir haben es dann irgendwann geschafft. Aber das machen viele Kunden von uns auch. Und das ist, glaube ich, dann der gangbare Weg. Und dann kriegen auch alle, die dieses Fax brauchen, eine E-Mail über dieses Fax. Wir können nämlich auch mehrere E-Mail-Adressen eintragen. Das ist, glaube ich, heutzutage dann ganz gut, weil das Fax mit nach Hause zu nehmen, das möchte man, glaube ich, nicht vielen Kollegen zumuten. Genau, Kontakte, um es einfach zu halten, man kann hier Kontakte anlegen, die kann man aufs Telefon synchronisieren, auf Telefone, die supported werden, Telefone, die von uns nicht supported werden, können auch diese Kontakte bekommen. Das machen wir mit LDAP. Das heißt, da stellen wir LDAP-Daten zur Verfügung. Die kann man dann in den Endpunkt der Wahl eintragen. Dann hat man dort auch die Kontakte. Genau, Callcenter wäre hier. Mobilfunk, das heißt, hier könnten wir die SIM-Karten verwalten. In dem Account ist jetzt keine drin, aber das könnte ich hier machen. Auch den Vertrag komplett kann ich verwalten. Integration, da gibt es dann zum Beispiel Microsoft Teams und bald dann auch eGroupware, die man hier bei uns im Integrationsstore finden kann. Im Shop kann man sich dann neue Dinge dazu buchen und hier im Bereich Administration ist dann das eigentliche Herz der Telefonanlage. Da möchte ich zwei, drei Dinge zeigen, dass Sie es einmal gesehen haben. Einmal zum Beispiel die Rufnummern. Hier sehe ich jetzt meine Rufnummern. Das sind wirklich dann die echten Rufnummern, die ich hier verwalten kann.
Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gucke bei der 01, dann klingeln hier einige Kollegen gleichzeitig, nach 30 Sekunden wieder einige Kollegen, danach geht die Mailbox dran. Das heißt, wir haben auch so eine kleine visuelle Komponente mit dabei, können das auch jederzeit ändern. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel ein paar Benutzer rauslöschen oder ich könnte sagen, ich möchte auf ein Sprachmenü weiterleiten, ich möchte auf einen Routingplan, der eine Zeitsteuerung hat, weiterleiten, auf einen Gruppenruf. Vielleicht, wenn ich programmierlustig bin, möchte ich das auch über die externe API machen, mich darüber benachrichtigen lassen, den Anruf dann aus meinem eigenen System heraus steuern, würde auch gehen und viele weitere Dinge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiter anlegen würde, dann könnte ich einfach hier nur einen Mitarbeiter hinzufügen. Nochmal Daniel Test. Den gibt es hoffentlich noch nicht. Ich habe mich hier bestimmt schon 100 Mal angelegt. Dann könnte ich mir hier die Rufnummer aussuchen, mit der ich raustelefoniere. Ich könnte aber auch die Nummer weg-xen. Das mache ich immer gerne. 0221 2882. Das ist der Kölner Taxi-Service zum Beispiel. Dann könnte ich als Clip nur Screening einspielen. Das heißt, eine Rufnummer, die nicht bei Playstyle liegt, darf ich raussignalisieren. Also die dürfte ich jetzt in dem Fall nicht raussignalisieren, aber ich habe zum Beispiel, wenn noch ein anderer Vertrag besteht, wo man die Rufnummer jetzt nicht rausportieren möchte oder kann, kann man sie trotzdem bei Playstyle verwenden. Und dann bestätige ich hier den Hinweis, gebe mir noch eine Durchwahl, die es hoffentlich auch noch nicht gibt. Dann noch eine E-Mail-Adresse ein. Dann Playstyle. Und dann habe ich meinen. So, machen wir das Fenster mal weg. Und dann habe ich meinen Nutzer schon halb angelegt und dann kann ich noch entscheiden, bekomme ich ein Endgerät, ja oder nein. Und hier sehen wir nochmal die Hersteller, die wir auch in diesem Prozess hier schon unterstützen. Und da würde ich Polycom eigentlich schon wieder rausstreichen, weil hier kriegt man eine Konfigurationsdatei wirklich gut. Ist das mit Cisco, Snom und Yearlink? Gehen wir mal hier auf Yearlink, weil das eben zur Sprache kam. Dann suche ich mir hier das Endgerät aus. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier, T56A. Dann würde ich hier oben die MAC-Adresse eintragen und dann gehe ich einen Schritt weiter und dann wird das Endgerät schlussendlich automatisch konfiguriert. Ich habe jetzt hier keins, deswegen mache ich das mal ohne. Ich sage, ich möchte mit dem Softphone telefonieren, gehe auf Weiter, kriege eine Übersicht, finde das gut, schließe das ab und bin sozusagen als Benutzer erstellt. Und wenn ich das ganz schnell erstellen, beziehungsweise jetzt ganz schnell telefonieren möchte, dann lade ich mir einfach jetzt zum Beispiel im App Store oder im Android Play Store oder Apple App Store die Playstyle Phone App runter, die nichts kostet. Gehe hier auf Download Softphone, scanne den QR-Code und kann innerhalb von 3 Sekunden los telefonieren, weil meine App konfiguriert ist und bin dann auch erreichbar. Das heißt, so kann man, das wurde auch jetzt zum Beispiel in Zeiten Corona sehr, sehr oft genutzt. Da wurden den Mitarbeitern die QR-Codes geschickt und die waren dann innerhalb von einer sehr kurzen Zeit alle online und konnten ganz einfach telefonieren. Das ist meistens der einfachste Weg, einen Mitarbeiter schnell telefonieren zu lassen. Ansonsten kann ich natürlich auch Softphones herunterladen oder auch externe Softphones nutzen. Wir sind da überhaupt nicht begrenzt. Ich sehe gerade hier eine Frage. Clip nur Screening, kostenpflichtig? Nein, also das ist komplett kostenlos. Kann man hier für jedes Ziel separat machen. Ist einfach ein ganz normaler Bestandteil der Telefonanlage und kann genutzt werden. Wird auch meistens, wenn man vor allem umstellt von einer anderen Telefonanlage, schon genutzt, damit man Playstyle schon mal vornutzen kann und sich dran gewöhnen kann und signalisiert da schon die neue Rufnummer raus. Und eingehend kommen die Anrufe dann noch auf der alten Anlage an, die zu Playstyle weiterleiten und an Tag X, wo die Nummern portiert werden, läuft dann alles über Playstyle. Also ein gangbares Konzept, um das hier zu nutzen. Wie gesagt, ist komplett kostenfrei. Genau, so das soll, glaube ich, erstmal als kurzer Einblick genügen, würde ich sagen. Wenn noch Fragen dazu sind, können Sie die natürlich gerne stellen. Ich werde Ihnen alles beantworten. Und vielleicht habe ich jetzt auch die ein oder andere Frage übersehen. Stefan, kannst ja... Ja, es sind ganz, ganz viele Fragen. Ich denke, wir sollten jetzt mal auf die eingehen, weil es waren okay. So viele. Und ich fange mal von unten an und wir gehen langsam mal nach oben. Okay. Also eine Frage, wie funktioniert die Einbindung des Telefonanbieters? Ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage, wie du auch schon angefangen hast zu sagen. Das heißt, angenommen, ich bin jetzt bei der Telekom oder ich bin wo auch immer und jetzt habe ich die Möglichkeit, vielleicht würde ich es gerne mal ausprobieren mit Playstyle, war das die Frage, wie funktioniert es, wie kann das so ein Umzug funktionieren oder kann ich es vorher erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert, was gibt es da für Möglichkeiten? Also grundsätzlich, wenn man sich entscheidet, jetzt auf eine Cloud-Telefonanlage zu gehen und man ist vielleicht noch Kunde bei der Telekom, dann kann man das Produkt vorab testen. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir haben zum einen eine kostenlose Testphase.
30 Tage lang mit 3 Testrufnummern, mit einem Testguthaben, und da kann man schon alles testen und gucken, funktioniert das so für mich? Ist das so in Ordnung? Man kann auch da schon die Anbindung dann an eGroupware testen und gucken, passt das genauso für mich mit Playstyle und eGroupware? Und ja, wenn man dann sagt, finde ich gut, dann kann man natürlich auch umstellen. Dann muss man die Rufnummern schlussendlich vom bisherigen Provider, in dem Fall dann die Telekom zum Beispiel oder auch andere Provider, zu Playstyle portieren. Diesen Prozess muss man seinem aktuellen Provider mitteilen, denn der aktuelle Provider entscheidet, wann die Rufnummern freigegeben werden. Es gibt Möglichkeiten, die aus einem bestehenden Vertragsverhältnis zu bekommen oder rauszuportieren. Aber natürlich bleibt das Vertragsverhältnis bestehen und man müsste weiter bei der Telekom den Service zahlen. Im Regelfall ist das dann am Ende der Laufzeit so, dass die Rufnummern freigegeben werden. Und ja, dann bereitet man alles bei Playstyle vor, muss sich dann vielleicht die Clients installieren und dann kommt irgendwann Tag X, wo die Umstellung erfolgt. Und in der Zwischenzeit kann man das dann so machen, wie ich es eben beschrieben habe. Die Anrufe kommen immer noch bei der Telekom rein. Wir nutzen schon Playstyle für die ausgehende Telefonie und leiten von der Telekom auf Playstyle weiter in der Zeit. Ich hoffe, das hört sich jetzt nicht zu verwirrend an. Es ist eigentlich ganz einfach. Also es ist nicht schwer. Und wenn man da Unterstützung braucht, dann unterstützen wir auch. Wir haben dedizierte Teams, die genau diese Rufen- und Portierungsthematik vor allem unterstützen. Das ist meistens der Prozess, wo die meisten Leute Angst vor haben, weil man möchte ja nicht erreichbar sein, völlig verständlich. Aber da nehmen wir ihnen eigentlich die Angst, weil da kann nichts passieren. Ich glaube, da ist nochmal eine ganz interessante Frage, Daniel. Wenn ich jetzt einen Rufnummernblock habe, müssen dann der komplette Block, also wenn ich in 2 Ziffern habe, muss ich dann 99 Rufnummern bezahlen oder bezahle ich nur die genutzten Rufnummern? Nur die genutzten. Also das kann ich ja auch, mein Bildschirm wird ja gerade noch geteilt. Wir haben hier bei den Rufnummern die wir sehen, für die zahlen wir auch tatsächlich, aber das heißt nicht, also hier sind jetzt 71 Rufnummern, das heißt aber nicht, dass ich nur 71 Rufnummern habe, denn ich habe wahrscheinlich auch hier einen 100er Block eingespielt bekommen oder mehr. Die kann ich jetzt aktivieren und die liegen dann hier deaktiviert im Account und die generieren überhaupt keine Kosten. Ich könnte jetzt auch eine aktive sozusagen deaktivieren, mir dann eine andere wieder aktivieren und ich bleibe quasi gleich bei meinen Kosten. Das heißt, man muss wirklich nur die man nutzt, zahlen. Das Pay-Per-Use-Prinzip eben. Dann waren noch ein paar andere Fragen. Da war noch mit dem Importieren Kontakte zu eGroupware und Playstyle übertragen. Also das geht ja darum, dass ich am Telefon dann genau diese Rufnummern habe, oder? Richtig? Ja, also wir haben ein paar Punkte auf unserer Roadmap stehen. Zum einen das Übertragen von eGroupware-Benutzern an Playstyle, dass ich halt einfach all meine Benutzer markieren kann und kann relativ schnell und einfach, ohne jetzt, sag mal, 100 oder 200 Benutzer bei Playstyle wieder anzulegen, eGroupware sagen, bitte all diesen Benutzern mit ihren Telefonnummern, die in der eGroupware eingepflegt sind, halt entsprechend bei Playstyle anlegen. Das soll relativ kurzfristig kommen. Die andere Geschichte ist, was auch vorstellbar ist, was wir angedacht haben, wo man sich natürlich immer Gedanken machen will, ob man das tatsächlich will. Was aber Voraussetzung ist, dass ich zum Beispiel auch an dem Endgerät jetzt nicht nur in der eGroupware angezeigt bekomme, dass mich Hugo Müller anruft, dann muss ich halt auch den Kontakt von Hugo Müller mit dessen Telefonnummer zu Playstyle übertragen. Dann kann ich natürlich auch an meinem Cisco oder Yealink oder Snome-Telefon nach Hugo Müller suchen, ohne die eGroupware zu bemühen. Bedeutet aber natürlich, dass ich die Daten halt an Playstyle auch übermitteln muss. Also das ist was wir ermöglichen wollen. Dann kann sich das jeder einschalten. Man muss mal noch schauen, wie das dann tatsächlich das Berechtigungskonzept in der eGroupware kann da ja, ich sag mal, beliebig kompliziert werden. Ob man das dann alles 100% auf Playstyle abbilden muss, das ist was wir mal noch prüfen müssen. Weil ich kann ja jetzt zum Beispiel auch in der 20.1 schon sagen, ich teile diese 3 Kontakte aus meinem persönlichen Adressbuch in das Firmenadressbuch rein. Also wie solche Dinge dann sich tatsächlich auf Playstyle darstellen, das ist was wir uns noch angucken wollen. Aber es steht auf unserer Roadmap drauf, um die Integration da halt auch noch weiter zu verbessern. Das ist auch sicher was im ersten Schritt nur mit Playstyle erfolgen wird, weil da ist halt
ich sag mal, für jeden dieser zusätzlichen Integrationsschritte ist natürlich entsprechender Programmieraufwand notwendig. Und das, wenn wir halt, ich sag mal, in Vorleistung zuerst mal für einen Anbieter machen, von dem wir jetzt auch eine Partnerschaft eingegangen sind, wenn man das für andere Sachen benötigt, muss man halt gucken, wie das finanziert wird auch. Vielleicht eine kleine Frage, die vielleicht die Leute auch interessiert. Benutzt denn EcoPair PlaceCell schon? Wie lange benutzt EcoPair PlaceCell? Ich glaube, seit Beginn der EcoPair GmbH sind wir ein PlaceCell-Kunde. Wir haben lange eine eigene Asterix-Anlage gehabt, sind dann zu PlaceCell gewechselt, haben die ausgehende CTI-Integration auch so ziemlich von Anfang an gehabt. Dass wir die eingehende CTI-Integration erst jetzt haben, ist sowas, was mir im Nachhinein eher ein bisschen leid tut, weil das so praktisch ist, am Abend durch seine Calls durchgehen zu können und das Supportbudget da entsprechend aufzubuchen und nicht entweder mache ich es gleich oder ich habe es vergessen. Also ja, also wir sind selber langjähriger PlaceCell-Kunde. Ich glaube, wir reden von 6 oder 7 Jahren, was ja jetzt quasi schon die halbe PlaceCell-Lebensdauer ist. Ja, da kam auch noch eine Frage zu den Kosten an den Daniel. Ja. Ob die monatlichen Kosten konstant sind, unabhängig von der Dauer und der Anzahl der getätigten Anrufe und dem Ziel, also Ausland, Übersee ist etc.? Ja, so muss man unterscheiden. Also es gibt ja einmal Grundgebühren und Grundgebühr ist dann zum Beispiel für eine Rufnummer fällig, die Bereitstellung der Rufnummer, dass die genutzt werden kann und die ganzen Funktionen, die da mit reinspielen. Und dann muss man sich eigentlich entscheiden, möchte man eine Flatrate haben zum Telefonieren, dann hat man relativ gut kalkulierbare Kosten oder möchte man auf Minutenbasis telefonieren und dann kommt es natürlich auf jedes Gespräch an. In Deutschland ist es dann zum Beispiel 1 Cent ins Festnetz, 9,9 ins Mobilfunknetz. International variiert das. USA ist, glaube ich, bei 1,7 Cent pro Minute, um mal was zu nennen. Da muss man sich entscheiden, aber das sind also die Verbindungskosten sind die einzige Variable, die es bei uns gibt. Alles andere sind dann immer Grundgebühren und die kann man planen. Und wie gesagt, mit einer Flatrate, man kann auch zum Beispiel eine EU-Flatrate buchen. Das heißt, selbst wenn man mal nach Spanien telefoniert, wäre das dann komplett, also der Preis wäre jeden Monat gleich. Das kann man natürlich dann auch machen. Dann hat man da eine gute Kostenübersicht. Gut, dann würde ich sagen, wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mal die weiteren Fragen rein. Falls Sie Fragen noch nicht beantwortet haben, auch bitte noch mal reinschreiben. Ansonsten würde ich auch immer sagen, weil ich glaube, das sind viele Themen jetzt, die dann doch vielleicht eher so eine individuelle Beratung oder ein Absprechen im 1-zu-1-Gespräch wahrscheinlich einfacher erfordern, was Sie für eine Telefonanlage haben, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, da wäre auch so die Idee oder das Angebot, dass Sie sich einfach nur mal bei uns melden. Egal wie Sie starten wollen, Sie sagen, ich möchte meine bestehende Anlage zu Hause nutzen, ist es möglich? Oder sagen Sie, möchte gerne PlaceCell nutzen, wie ist das möglich? Was für Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, das Einfachste auch nochmal im Nachgang oder in den nächsten Tagen, wenn Sie uns einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen, wir können Details nochmal schauen, wie wir Ihnen am besten unterstützen können. Also die ausländische Rufnummer bezieht sich auf Griechenland, Daniel. Ah. Ob man auch griechische Telefonnummern quasi mit einbinden kann. Grundsätzlich ist mir noch keine internationale Rufnummer über den Weg gelaufen, die wir nicht bestellen konnten oder portieren konnten. Das heißt, wenn es jetzt eine griechische Rufnummer ist, ich kenne die Liste jetzt nicht auswendig, Griechenland ist sicherlich dabei. Ja, das wird gehen. Die können wir zum einen dann bestellen über uns oder eben portieren. Und die ist dann auch nutzbar innerhalb dieses Portals. Das heißt, wir sehen jetzt hier natürlich nur Festnetzrufnummern. Aber wir können natürlich auch internationale Rufnummern für, also deutsche Festnetzrufnummern, wir können ja auch internationale Festnetzrufnummern drin haben. Wir können aber auch Mobilfunknummern hier verwaltbar machen. Also da ist eigentlich keine Grenze gesetzt. Auch Service-Rufnummern, 0800er Rufnummern zum Beispiel. Wenn man sie nutzen möchte, kann man sie auch hier nutzen. Das heißt, da braucht man sich keine Sorgen machen und da kriegt man jede Rufnummer hin. Auch die griechische. So, die Frage ist beantwortet, sehe ich hier im Chat. Ich gehe noch ein bisschen hoch, ob da noch Fragen waren. Blogs haben wir abgearbeitet, Kontakte, EcoPair haben wir gesagt, der Ralf was dazu gesagt, zumal natürlich mit einem Klick, wenn Sie aus der EcoPair raus telefonieren, haben Sie ja schon den Kontakt an der Stelle. Das heißt, da brauchen Sie nichts importieren. Es wäre nur die Frage in dem Fall,
wenn sie ein eigenes Telefon haben und dort direkt raus telefonieren. Ansonsten ist natürlich das Thema Voice over IP, das ist ja das Thema, was wir heute durchgesprochen haben, und CDI-Integration. Und am besten funktioniert das Ganze natürlich mit einem Telefon, was schon das Voice over IP kann. Damit haben wir einfache Möglichkeiten. Ich gehe noch nach oben, ob wir noch eine Frage übersehen haben, aber ich glaube, wir sind auf. Ja, wir haben relativ viele Fragen gehabt. Kann die Telefonanlage, also die On-Premise-Telefonanlage XY mit der iGroupware reden? Das ist was, das kann man nur mit einem klaren Jein beantworten. Letztendlich muss man da die Beschreibung der Telefonanlage sich anschauen, ob die eine Steuerung ermöglicht und wie sie die Steuerung ermöglicht, was dafür notwendig ist. Und danach kann man dann halt beurteilen, was für ein Aufwand das ist. Ob der Aufwand dann natürlich in irgendeinem Verhältnis zu den tatsächlichen, dann auch noch Wert der Telefonanlage steht, ist halt ein ganz anderes Thema. Ja, ich denke, das ist auch so eine Botschaft, die man vielleicht einfach an der Stelle mitgeben kann oder wollen. Wenn jetzt einfach Ihre Telefonanlage eine Erneuerung braucht oder sich es halt auch einfach nicht rechnet, die Entwicklungskosten, die Telefonanlage anzubinden, halt deutlich das übersteigt, was man einfach an Telefongebühren dann letztendlich oder an Nebenstellen bei Blaistel zahlt, dann ist es immer eine Überlegung, einfach zu Blaistel zu wechseln, weil man an der Stelle sich halt spart, dass wir im Prinzip die Schnittstelle erstmal analysieren, vielleicht auch zu keinem Ergebnis kommen, dass sie implementiert werden kann und so weiter und so weiter. Also von daher ist es natürlich so, unser Bestreben ist schon generell auch durchaus vielleicht die eine oder andere Telefonanlage, die sich ähnlich gut eignet, auch in der iGroupware so mit einzubinden, wie das jetzt mit Blaistel der Fall ist, sodass es einfacher wird. Also wenn sich da jetzt ein Kunde für interessiert, sich an den Entwicklungskosten beteiligt, dass man dann halt, so wie man Blaistel auswählen kann, auch Zipgate, wie der Ralf eben schon mal gesagt hat, im Zweifelsfall anwählen kann. Aber ansonsten einfach die Bitte doch wirklich einfach mal zu prüfen, ob Blaistel nicht einfach eine gute Alternative ist. Wenden Sie sich gerne auch an uns. Also wir sind Partner von Blaistel. Wir können für Sie einfach einen Test-Account freischalten. Standardmäßig hat man 3 Rufnummern zur Verfügung zum Testen und kann das dann einfach in diesen wenigen Schritten mit der iGroupware verbinden, mit diesen Telefonnummern testen und danach einfach angehen, das Ganze entweder in den größeren Test zu starten oder aber auch einfach zu portieren und weiter loszulegen. Also ich denke, um das nochmal so ein bisschen konkreter zu sagen, wenn Sie die Blaistel-Anlage über uns oder Sie können die über uns buchen, wir sind dann Ihr Ansprechpartner sowohl für die iGroupware wie für die Blaistel-Telefonanlage, was natürlich den Vorteil hat, dass wir wissen, was mit der Integration zu machen ist, dass wir uns sowohl in der Blaistel-Oberfläche wie halt auch bei iGroupware auskennen. Das heißt, wir sind dann Ihr alleiniger Ansprechpartner oder erster Ansprechpartner. Für komplexere Sachen können wir natürlich auf den Daniel oder auf Blaistel zurückgreifen oder halt auch Blaistel da weiter vermitteln, weil wir sind sicher jetzt nicht derjenige, der Ihnen dann Callcenter einrichten kann. Aber wir haben langjährige Erfahrung mit Blaistel, einfach aus der eigenen Situation raus. Okay, dann wäre mein Vorschlag, wenn keine Fragen mehr kommen, das sind wir auch schon bei 1:10, so langsam auch schon fortgeschrittenerer Zeit, das Webinar dann zu beenden. Aber vielleicht schreibt ihr noch was rein, wenn aus der Seele brennt oder noch ein paar Fragen zur Integration haben. Jetzt ist die Zeit, direkt noch was zu schreiben. Ansonsten würde ich mich bedanken, dass der Herr Daniel Selbach mit dabei war, gerade der Ralf Becker und die Birgit Becker sich Zeit genommen haben, heute für das Webinar dabei zu sein. Ja, wir zeichnen das Webinar natürlich wie immer auch auf und stellen es hinterher entsprechend zur Verfügung. Von daher, wer heute keine Zeit hatte oder sich einzelne Sachen nochmal genauer anschauen möchte, einfach dann im Nachgang nochmal in Ruhe anschauen und uns ansprechen. Wir sind wie immer gerne auch für Ihre Anfragen zur Verfügung. Genau, auch vielleicht noch von mir, wenn vielleicht auch konkrete Fragen oder Wünsche in Richtung Blaistel kommen oder auch konkrete Projekte. Wir können auch gerne nochmal in dieser Konstellation iGroupware, Cisco Blaistel, dann auch ein Meeting machen, wo wir uns auch die Anforderungen anschauen. Also das biete ich gerne von unserer Seite auch noch an,
sodass wir das einfach gemeinsam angehen, das Projekt, und alle Fragen direkt vorab klären können. Ansonsten auch von meiner Seite aus vielen Dank dafür, dass Sie heute da waren. Und ich freue mich sehr, wenn wir nochmal Kontakt haben und vielleicht uns im einen oder anderen Projekt wiedersehen. Vielleicht grundsätzlich noch mal eine Frage, solange ein paar Leute da sind, nicht alle gegangen sind. Wie sieht es denn aus? Ist denn für Sie grundsätzlich so eine Einrichtung interessant, wo man mal speziell vielleicht ein Webinar macht, wo man wirklich mal so vielleicht mit Daniel nochmal zusammen Schritt für Schritt durchgeht und sagt, okay, was sind eigentlich jetzt die Schritte? Wie kann ich so eine Test-Playcell-Anlage aufsetzen? Wie kann ich das integrieren? Wie kann ich damit starten? Wäre das Angebot für Sie grundsätzlich interessant? Ja, das erste Jahr habe ich gehört, ja. Da kommen ganz viele Ja's. Ganz, ganz viele Ja's. Weil ja, ist es halt immer schön, allgemein zu sprechen, aber das andere wäre halt mal wirklich ein konkreter, ich sag mal, Workshop wie ein Webinar im Endeffekt, wo man sagt, okay, jetzt gehen wir mal diese Schritte durch und prüfen das nochmal genauso und sagt, okay, wir gehen mal einmal gemeinsam durch diese Web-Oberfläche durch, gucken uns das gemeinsam mal an, legen gemeinsam eine Testversion an, dass wir zumal im Vorhinein, was wir sie anlegen können und wir dann die Schritte durchgehen können und Schritt für Schritt sagen, okay, wie sieht das Ganze denn aus? Wie ist denn die User A, der User B? Was muss ich denn tun? Also ich habe auch schon ein paar Anlagen eingerichtet. Es ist wirklich nicht so kompliziert, aber das ist einfacher, wenn man mal ein bisschen an die Hand genommen wird und kann diesen Prozess durchgehen und sagen, okay, das ist da, das ist innerhalb, ja, bitte innerhalb der nächsten 30 Tage. Ja, das ist kein Problem. Ich denke, wir werden Sie da nochmal ansprechen mit dem Newsletter, dass wir sagen, okay, wir machen mal einen konkreten Termin aus, wo wir es auch aufzeichnen und wo wir dann wirklich nochmal die Schritte einfach besprechen. Machen wir uns nochmal intern nochmal Gedanken und dann bieten wir da entsprechend nochmal was an. Können wir gerne als Folgewebinar machen und natürlich ansonsten im Zweifelsfall, Alex, melde dich einfach und dann kann man das auch auf dem kurzen Dienstweg mal zusammen per TeamViewer erledigen. Ja, das ist ja schön, dass man mit TeamViewer so viele Dinge direkt online jetzt machen kann. Alles ist online und ich glaube, dass es halt auch so interessant ist mit diesen neuen Möglichkeiten der Telefonintegration, gerade was Homeoffice angeht, ist halt ein Riesenunterschied, ob ich mein Telefon halt zu Hause, also im Büro habe oder ob ich es mitnehmen kann mit meinem Laptop und mit meinem Handy und meinem Softphone. Aber ich finde auch das Schöne, dass ich halt auch wirklich nicht nur hier am Headset arbeiten muss mit dem Softphone, sondern auch die Möglichkeit habe, dass ich halt dann noch ein Handtelefon habe und das entsprechend konfigurieren kann und das dann auch klingelt. Also da gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, was halt diese Integration möglich macht. Okay, ich warte bis zum 21.01. Okay. Nee, es ging darum, dass die 21.1 released wird. Also im Prinzip, ja, wenn wir anfangen, unsere Cloud-Instanzen auf die 21.1 umzustellen, weil momentan sind die Anzahl der Kunden, die die 21.1 nutzen, natürlich noch nicht ganz so groß. Allerdings, die Zahl wächst sozusagen täglich. Und auch nochmal das Angebot an diejenigen, die jetzt die Community-Version nutzen. Wenn Sie möchten, können Sie sich natürlich auch gerne jederzeit bei uns melden. Dann kann man mal in der Cloud einfach auch die EPL zum Testen freischalten. Und Sie können damit auch die anderen Funktionen der EPL nutzen, um festzustellen, gerade auch so das neue Kanban-Modul, was ja auch eine EPL-Funktion ist, ist, denke ich, was so im normalen Alltag, im Geschäftlichen, also ich mag es mir heute auch gar nicht mehr wegdenken, weil es einfach viele Automatisierungen auch mit sich bringt und mir einen sehr guten Überblick liefert. Und das sind dann halt Sachen, die dann auch da wiederum für EPL sprechen und dann einfach mal auszuprobieren, ob es den Mehrwert nicht bringt und den entweder in der Eigeninstallation oder in der Cloud zu nutzen. Ist ja beides möglich. Gut, vielen Dank. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag. Ich würde sagen, wir melden uns nochmal per E-Mail entsprechend mit dem Angebot zur Playcell-Einrichtung. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal, tschüss.